Hallo ihr Lieblinge und herzlich willkommen zur nächsten Runde Windworld! Mit mir! Ohne Max! Ist es eigentlich richtig nice? Es ist immer noch die gleiche Woche, von der ich eigentlich krank war die ganze Zeit. Und jetzt ist er's! Ja, du Lappen! Anscheinend habe ich ihn bei der Aufnahme zu... Was haben wir denn aufgenommen? Windward. Haben wir Windward aufgenommen? Ah ja, da habe ich ihn über Skype angesteckt, weil er im Krankenschein... Aber, ich bin schon in der nächsten Region, mein Freund. Karte. Nein, andere Karte. Bist du sicher? Ja, ich habe die Region gewechselt aus Versehen. Die Frage ist, wo gehen wir hin? Weißt du, einmal zurück und dann nach Norden? Warte mal. In tropischen Monsun und dann in feucht-subtropisch? Ah, ich dachte schon, es gibt gar kein Gebiet, wo Stufe 39 gefordert ist. So, sorry, wohin? Feucht-subtropisch gehen wir? Ja, erstmal nach Westen und dann nach Norden. Westen wäre zurück. Ja, und dann nach Norden. Ja, okay, dann in den Westen. Das ist das einzige mit gleichem Level, wo wir gerade sind. Ja, stimmt. Oder? Genau. So, und hier bin ich richtig schleppisch gespawnt. So, aber daher, dass er krank ist, muss man natürlich so ehrlich sein und sagen, dass ich gerade immer richtig gut gekocht habe. Also zu meiner Verteidigung muss man sagen, dass ich eigentlich kochen kann. Aber heute hat gar nichts geklappt und ich glaube, ich bekomme jetzt super Eis einfach nur, weil ich richtig gut gekocht habe. Oh, und mir ist richtig schlecht. Ich glaube, ich werde eh krank. Hey, du Lappen. Machst du mal einen Krankenschein? Ach, du hast Urlaub. Ach, du weißt du, was ich nicht leiden kann, ja? Ja. Ja. Nee. Dieser dumme Kerl. Wie viel Geld hast du? Kann ich gerade nicht sehen. Ich bin gerade im Schnellreise. 29.000. Ah, das hat ein bisschen geleckt und du bist ein Lappen. Weil ich hab 40 und kauf mir das nächste Schiff, oder? 250, 280 Offensive. Sorry fürs Pfeifen. Unterstützung ist nicht so gut, aber Geschwindigkeit ist viel besser. Ich kauf mir das. Viel Spaß. Erst muss Frachtraum freigegeben werden. Okay. Ja, du hast wahrscheinlich noch die... Ja, das Baumaterial. Ja, ich habe jetzt nur noch 3 Plätze im Dings, aber dann kann ich mich jetzt besser boxen. Gut. Haha, du bist da gespawnt, wo ich auch gespawnt bin, du Lappen. So, und ab dafür ins nächste Gebiet, muss man gerade schauen. Ich habe schon geguckt, hier noch eins in Norden und dann eins nach Westen, da ist Level 15. Auch mal direkt mal nach Norden gehen und zum Beispiel die Gelben klatschen. Ach so, ja, dass man sich direkt mit den anderen anlegt. Aber mit dem haben wir ja eigentlich gar keinen Krieg. Mich würde trotzdem immer noch das mit dem Syndikat interessieren. Aber die Frage ist halt, wo laufen die rum? Und wie stark... Wollte sich da einschleifen. Das dauert bestimmt ewig. Ja. Wir müssen doch mal schauen, wie das allgemein mit dem Rang aussieht von den Städten, also von den, naja, Fraktionen, mit denen wir sowieso zu tun haben, also grün und blau bis jetzt eigentlich nur. Und welchen Rang wir dort innehaben. Ich habe gelesen, der Maximalrang heißt Admiral. Aber inwiefern und wie weit das ist, kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Aber interessieren wird es mich schon, weil die Frage ist halt auch, was hat man da davon? Könnte ja auch sehen, dass man momentan noch gar nichts davon hat. So, ich habe schon den ersten gekillt, da bist du auch mal. Komm schon. Yes, da ist der nächste. Hier ist Hen. Oh, hier ist jetzt Hen. Oh, ich bin mein eigenes Inferno gelaufen. Weißt du, was ich nicht leiden kann? Oh, ich bin kaputt. Boah, das ging so schnell im Inferno. Boah, da ist das nächstgrößere Schiff gespawnt. Das ist noch größer wie das Schiff, das ich mir gerade gekauft habe. Nee, ich weiß nicht, was du dir nicht leiden kannst. Ja! Menschen und so. Alter, guck mal, wo ich gespawnt bin! Ich, werde geboxt. Ja. Ich werde auch geboxt. Ja, ich wollte eigentlich nur deinen Satz beenden. Alter! Ich dachte, das wäre das gleiche wie das, was wir gerade als letztes auch gemacht hätten. Oh, Max, fahr doch nicht schon wieder ins Inferno. Lappen. Selber? Ich jetzt? Ja. Nicht ich, sondern der Typ hier. Achso, du meintest nicht du. Alter, du bist richtig fertig, es ist witzig. Ich finde das witzig. So, ich habe einen kaputt gemacht. Und wir sollten uns mal eine Stadt übernehmen, weil sonst ist das doch richtig läppisch. Spawn ja auch keiner von uns. Ja, wir können auch einfach so die ganze Folge weitermachen. Ja, könnten wir, aber das wäre ja so typisch.
Und nein, nein. Ah, guck du nur bitte, dass du nicht strandest. Ja. Ich hätte hier so eine optimale Stelle. Da könnte ich echt gut. Also ich könnte mir das vorstellen, dass es hier funktioniert. Oh! Man kriegt doch keinen Schaden, wenn man zusammenrammt. Ja, aber schau mal. Ich bin viel schneller wie du. Hier ist eine Stadt. Übernimm die. Komm, tu was für dein Geld. Nö. Ich habe ein hässliches Segel. Du musst das machen. Habe ich Segelfarbe? Ne, nur Rumpffarbe. Tut mich sorry. So. Zwei Städtchen. Ich bin mal gespannt, wie viele Städte es ungefähr hier gibt. Furinland. Ja, das werden wir jetzt sehen. Hey, wir werden das jetzt sehen. Weißt du, was du bist, Lügendusse? So, Dele. Ich tue Lügen. Ja. Ja? Ja. So hast du dir das nicht vorgestellt, als ich gerade eben angeschrieben habe, gell? Nee. Du kannst jetzt nicht sagen, dass ich dich zu sehr mache, du bist das gewöhnt. Mhm. So, was schätzt du mal, wie viel sind? Fünf? Fünf kommt hin. Ja. So, ich habe... Wenn du das dann auch im Süden eroberst, dann kommen wir da gut hin. Tegholzruf. Dann haben wir schon die Hälfte. Ja, das ist ungefähr so gut gerundet wie meine Informatiknote. Das war witzig. Ja, finde ich gar nicht mal so. Eigentlich müsste man das erklären, aber ich will nicht auf meine Noten hingehen. Das war auf jeden Fall ein Lepscher-Move. Mhm. Weil Informatik kann ich so gar nicht. Weil so richtig. Nee. Ich weiß gar nicht, worum es da geht. Und vor allem Excel. Excel ist besonders schwer. Und ungefähr so gut wie mein Lehrer eben. Das ist halt das Problem. Naja, ich will nicht drauf eingehen. Wie gesagt, das ist eine richtig läppische Aktion von ihm, weil er halt wirklich gar keine Ahnung hat. Aber... er hat wirklich überhaupt gar keine Ahnung. Am allergeilsten ist immer das... Windows hat ja mit den neueren Versionen solche coole Futures eingeführt wie ich fahre mit meiner Maus unten über das Symbol von dem Programm und dann öffnen sich die einzelnen Fenster. Und dann schafft dieser Mensch es 100 Mal das gleiche zu machen und zwar, er will das rechte Fenster zumachen und klickt drauf. Ja. Also er will auf das linke wechseln und drückt auf das rechte. Da kriegt Gewitsch aggressiv. Junge, die haben schon wieder die Stadt übernommen. Aber weißt du, was ganz gut ist? Dass dieser Mensch sich nicht mit Bauschaum auskennt. Oh, das war so richtig witzig. Die Videos kommen gerade im Moment. Ich glaube, heute ist genau das Video gekommen. Oder auf jeden Fall am Wochenende müsste das eigentlich gekommen sein. Und zwar ist es richtig witzig. Und dann musste ich mir heute anhören lassen, um 3:45. Ja, sorry, ich bin krank, ich pack's heute nicht. Und ich dachte mir so, genau, das ist der Grund. Das ist der Grund, warum Techit momentan zoffert. Von Lukas. Ja, von Multhoff. Richtig anstrengend, der Geil. Naja, aber es geschah mir auf jeden Fall recht, dass er seinen Account gewechselt hat. Das hat mir gefallen. So, ich muss gerade mal schauen, dass ich mir ein Achievement nehme. Was kriegst du denn jetzt? Warte, ich will ein Achievement. Was für ein Achievement? Ja, was für ein Achievement? Ich muss erst schauen, ob es funktioniert. Ne, es hat nicht funktioniert. Es gibt diese Fähigkeit, Nebelbank. Das ist die, wo du dieses Fass Trockeneis aufs Wasser wischst. Und dadurch fängt das... Wo auch immer die das herbekommen. Ja, keine Ahnung. Was wollte ich sagen? Du wirfst das Fass aufs Wasser und kriegst dafür ein Achievement. Nein, nicht ganz, sondern du musst dort drin so selbst rumfahren, so blum blum, und dann musst du dich in dem Nebel heilen. Aber ich glaube, ich habe es auch nicht genau auf mich geworfen. Weil normalerweise verfolgt dieser Nebel dich ja, wenn du es genau auf dich wirfst. Mhm. Junge, die haben die Stadt schon wieder übernommen. Mhm. Ich habe das geschafft, glaube ich, das Achievement. Ja, ich. Aber ich wusste gar nicht, dass es gibt und ich habe es einfach gemacht. Einfach, weil ich es konnte. So, ich bin im Nebel. Vielleicht muss man sich gut, also richtig viel heilen. Das könnte auch sein, weißt du? Mhm. Genaueres kann ich erst sagen, wenn ich es ein bisschen mehr ausprobieren kann. Ich bin ja im Moment nicht irgendwie lowlife. Wow, cool, unsere Leute helfen uns. Meine Leute, was ist los mit mir? Ich habe Jersey-Segel. Jersey. Jersey, so. Lappenhaftig. Statt nur ein Leuchtturm und einen Wachturm bauen. Furinland entdecken.
Ich habe keinen Platz mehr für Quests. Erreiche Fackerburg. Fackerburn. Hä? Solche Wörter dürfen die doch hier gar nicht benutzen. Ich glaube, das sind random generierte Namen. Oh, vor allem kommen Namen mega häufig vor. Ach, ich schwöre, Deutsch den locker können bauen. Komm schon. Komm. Vor allem die von den Schiffen, die müssen ja random sein, eigentlich. Ja, klar. Weil die ja immer wieder neu spawnen. Normalerweise hast du dazu so ein Skript, in dem eigentlich nur eine Liste gelegt ist. Und dann ist da ein Zufallsgenerator drin, der wirft immer wieder eine Zahl aus. Und dann wird die Stelle in dem Skript wiedergegeben, die passend im Dokument ist. Mhm. Also eigentlich relativ easy. Wie man es programmiert, wüsste ich nicht, aber das ist ungefähr, wie es funktioniert. Ich kann ja eh nur lappenhaft programmieren. Ich habe mal versucht, in Excel einen Zufallsgenerator zu machen. Hat nicht geklappt. Ich habe versucht, in Excel was zu programmieren, aber das geht in Excel gar nicht. Das kann Excel nicht. Die können, ich weiß gar nicht was, da war ich mit dem René unterwegs und ich wollte eigentlich ausgegeben haben, wie viele Tage ich alt bin, wenn ich dann und dann geboren wurde. Eigentlich nicht so schwierig. Nee. Und zwar, indem er über einen ganz einfachen, wiederholenden Befehl, also er soll halt abzählen, bin ich 1, nein, bin ich 2, bin ich 3, so und sowas. Ach so. Und das kann Excel nicht. Ja. Aber, wie gesagt, das ist jetzt, ach, dünnes Eis. Falls irgendjemand jetzt auf die Idee käme, in die Kommentare zu schreiben und zu fragen, wie das geht, dann müsste ich echt sagen, dass ich wirklich keinen Plan habe. Ich denke, es gibt so viele Programmiersprachen und ich will mich ja nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, dass ich, ach, nur die Hälfte beim Namen kenne. Und, deswegen bin ich jetzt eigentlich für Themawechsel. Weißt du was, ich gar nicht kann kochen. Also, das lief heute super. So, den haben wir. Wir haben übernommen. Es waren nur 4 Städte, oder? So, oder sehe ich das falsch? 1, 2, 3, 4. Ja, aber es sind noch ein paar Dings unterwegs. Piratenschiffe. Ich suche die auch gerade. Ich kämpfe gerade noch gegen eins. Ich glaube zwar nicht, dass es das letzte ist, aber ja, das war's. Gut. Du hast ein bisschen mehr Schaden gemacht, habe ich das Gefühl. Ich hatte ja am Anfang immer so brutal viel mehr Schaden wie du, einfach nur, weil ich dieses, du weißt schon. Ja, dieses Grogolov-Cocktail-Ding. Den Grogolov-Cocktail hatte, genau. So. Wollen wir zu Gelb oder zu Rot gehen? So, ich bin jetzt bei Sojourn ein Fregattenkapitän mit 11N30. Das jetzt viel oder wenig ist, kann ich natürlich nicht sagen. Wie bitte? Wollen wir zu Gelb oder Rot gehen? Das ist nicht ganz so einfach, weil klar, die Frage ist, könnten wir einfach wieder zurückreisen dann, ja. Ja, denke ich schon. Dann hätte ich gesagt, scheiß drauf. Was habe ich gesagt, haben wir angefangen? 24? Ich glaube schon. 24 oder 21. Ne, ich glaube, vor 23 war es auf jeden Fall nicht. Ich mache gerade noch die beiden Quests, die ich dabei habe, ja? Weil... Mach das. Ich reise dann schon mal vor und dann kannst du mir per Schnellreise nachjoinen. Bist du sicher, dass das geht? Relativ. Ich glaube nämlich nicht. Na, ich glaube, ich muss nur eine Stadt erobern, damit das geht. Ja, genau, dann geht das. Wenn Sojourn, also unsere Fraktion, präsent ist, dann geht das. Mhm. Und wenn wir dann in den gelben oder roten Gebieten unterwegs sind, dann kriegen wir ja auch mal mit, wie das läuft, gegen jemanden Krieg zu führen und quasi dann denen unsere Farbe aufzudrängen, weil das ist ja genau das, was wir dann machen. Ja. Gut. Ich glaube allerdings nicht, dass du in der Zeit, wo ich jetzt die Quest noch mache, es schon schaffst, eine Stadt zu übernehmen, oder? Ja, das glaube ich schon. Läuft schon? Korrekt, ja, nee, ist so eine Wand frei. Das erspart mir ein wenig Zeit. Sodele. Wir halten hier unten... Alter, das ging voll schnell. Vergleich zu dem, dass wir das letzte Mal 2 Videos gebraucht haben, dass das doch geklappt hat. Mhm. So. Und wir haben noch keinen legendären Gegenstand bekommen. Das ist nämlich auch ein Achievement. Es wird ja auch jetzt immer lappenhafter, je weiter wir zu denen rübergehen. Aber lappenhafter wird's gerade nicht mehr. Es wird immer schwerer. Nein. Wenn du mal auf die Schnellreise guckst. Ach so, Mensch, wenn wir jetzt näher zu Gelb und Rot gehen. Ja. Ja, das stimmt. Weil das ist ja quasi ähnlich, wie wenn wir von hier anfangen. Du hast ja am Schluss ist Level 0. Und ja. Das Einzige, was richtig schwer wird, ist hier dieser Weg, der am Schluss nicht bewohnt ist. So, ich muss mir gerade noch ein bisschen selbst Schaden machen. Hä, welcher Weg, der nicht bewohnt ist? Mach mal deine Schnellreisekarte auf. Ja. Und dann gehst du von den Gebieten, die wir erobert haben, ein bisschen nach rechts, ein bisschen runter und dann... Also nicht bewohnt in dem Sinne, dass keine der Fraktionen vertreten ist. So, jetzt habe ich schon eine Menge Schaden gefangen. Jetzt bin ich im Nebel und ich repariere mich.
Komm, Achievement. Na los, tu es. Hat nicht geklappt. So lange hält der Nebel auch nicht. Und das, obwohl ich einen riesigen Diplomatiewert habe. Glaube ich. Ja, 377er Diplomatiewert. Aua, die boxen mich. Hast du die Stadt schon übernommen? Ich meine, die müsste jedenfalls noch übernommen sein. Ja, Segel setzen. Ich komme, Tepet. Ich komme zu dir, Tepet. Wow, wie cool die Städte hier aussehen. Brutal. Man könnte sich zudem überlegen, ob man mit einem schwächeren Schiff... Wieso bin ich jetzt hier hinten gespawnt? Mit einem schwächeren Schiff dann reingeht. Ah, ich habe eine Stadt gefunden. Ja, oder halt auch nicht, weil ich box Leute lieber dann immer. Hey. Boah, aber die Städte sehen voll geil aus jetzt, ohne Spaß. So, Achtung, ich werfe ein kleines Stück oberhalb mal in Krogolov-Cocktail. Ja, kein Ding. Ich bin auch ein kleines Stück oberhalb. Ach, du bist hier unten gar nicht unterwegs? Ja. Alter, wo bist denn du? Bitte, bist du neu gespawnt? Ja. Ach so. Ich dachte schon... Ich weiß nicht, warum ich nicht in der Stadt gespawnt bin, aber... Es wird schon irgendeinen Sinn haben. Vielleicht, weil ein Wehrturm verteidigt die Stadt. Was? Ich sehe gar keinen Wehrturm. Ich sehe den auf der Karte. Ein bisschen unterhalb, da wo du herkommst. Oder auf der anderen... Oder auf der anderen Seite von der Insel. Alter! Hier geht's auch brutal ab. Ich dachte, das Level sinkt und es steigt nicht. Und meine Segel sind so kaputt, dass ich mich überhaupt nicht mehr drehen kann. Das ist toll. Ich mag Soßen. Fuck. Boah, Junge, ich hab was voll Geiles auf YouTube gefunden. Falls du irgendwann mal Zeit hast und richtig witzige Musik hören willst, gib dir Shreds. S-H-R-E-D-S. Boah, es ist so geil. Ich schick dir gleich einen Link. Okay. Boah, es gibt so geile Sachen da davon. Und zwar, es geht halt darum, da gibt's halt Leute, die nehmen sich ein Musikvideo und die vertonen das, glaube ich, dann neu. Und zwar richtig schlecht. Also so richtig schlecht. Okay. Und es passt halt zur Synchro, was du im Video siehst. Und dann macht's einfach Bock. Es ist so witzig. Naja, wie gesagt, ein bisschen Geduld muss ich noch haben. Bist du gestorben? Läpsch. Ich bin auch gestorben, haben aber alle drei, die gegen mich gekämpft haben, noch mitgenommen. Ja, so bin ich. Toll. Einfach toll. Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Danke dir. So. Kein Problem. Ich bin wieder unten gespawnt. Juhu. Läuft bei dir. So, ich übernehme dann den Wehrturm, den du hier angefangen hast. Wie war das? Dann mache ich es eben alleine. Ja, wir hatten schon so unsere anstrengenden Momente. Ich mache jetzt auch kurz mal hier einen Wehrturm für die. Die das hier so pseudomäßig versuchen. Gut. Willst du dich rechtfertigen? Du hast keine Konkurrenz auf deiner Position mit mir, Windward zu spielen. Da gibt's keinen, der das könnte, so gut wie du. Oh. Nee. Nein. gar nicht erst auf die Schweinschlei angegangen. Nein. Ja, das sind mir die Liebsten. Und dann noch über die eigenen Witze lachen, also so langsam reicht's. Über dich gelacht. Und ein bisschen auch über mich tatsächlich. Über mich? Junge. Wer hat dir das erlaubt? So, ich übernehme dann... Hä? Ja, du hast quasi enttarnt, dass ich dir nicht zugehört habe, sondern einfach nur was gesagt habe. Ja. Fäng ich schon an, wieder renne. Das macht mich aggressiv. Das ist fast so wie Fahrenheit. Das macht mich auch aggressiv. Das habe ich mal gesehen, das Spiel. Und ich bin drauf. Nee, das Spiel ist geil, aber ich meine die Einheit Fahrenheit. Nee, das Spiel ist richtig geil. War ich echt am überlegen zu spielen, aber ich bekomme es Laufen. Sogar schon mal gespielt, oder nicht? Das habe ich mal bei dir geguckt. Nee, leider nicht, wirklich nicht. Ich hätte es gern mal gespielt, aber ich krieg's nicht ins Laufen. Ich meine schon. Du brennst, Junge, ich werde dir wohl wissen, was ich gemacht habe und was nicht. Da bin ich mir aber hundertprozentig sicher. Ja, du brennst. Ich weiß noch, wo du gesagt hast, dass Fahrenheit so ein großer Wissenschaftler war. Wissenschaftler. Ja, ein M.A. war er auch. Ja, ein Mr. M. Nee, boah, Junge. Nur ist das Problem, dass ich nicht an meiner Aussage zweifeln werde. Ich bin schon wieder fast gestrandet.
Juhu! Naja, mehr wie Wahl bist du eh nicht. Ich arbeite an mir. Ich hab mir gerade selbst 15.000 Schaden gemacht. Es läuft so bei mir. Loho, loho. Ich bin gerade gestorben, weil ich gegen die Wand gefahren bin. Juhu! Und der Kerl hat wirklich so wenig Leben, dass er sich jetzt wieder reparieren darf. Oh, ich hab noch eine Stadt entdeckt. Ha, ha, ha. Und du machst deinen Wehrturm kaputt, während wir alle anderen Städte verlieren. Das läuft bei dir. Ja, ich wollte hier die Stadt, die bei mir ist, hier erobern, aber das will der Wehrturm nicht. Oh fuck, jetzt habe ich 3 Piraten am Arsch. Na gut, aber solange ich mir selbst keinen Schaden mache, könnte das eigentlich hinhauen. Weil so viel Schaden macht der Giftnebel nicht. Ach ja, ein 4. Pirat. Weißt du, auf dich habe ich gewartet. Mhm. So. Der brennt schon mal, das ist ganz gut. Geh von mir weg, du brennst. Und das ist bei Holzbooten nicht so gut. Übernehmen die Stadt schon? Wow. Junge, ich muss das da jetzt auf jeden Fall verteidigen. Die haben die Stadt komplett, fast komplett übernommen. Und das ist die letzte Stadt, die wir momentan hier haben. Aber ich bin auch jetzt momentan so nah dran, dass ich sie verteidige. So, nächster Kill. Oh, ich habe weiße Segelfarbe. Möchtest du die? Dann kannst du deine schwulen Segel ablegen. Ja, ich hätte ein weißes Feuer. Feuer der Gerechtigkeit. Hohoho, ich bin ein Engel. Wobei, das heißt immer nichts, wenn die Segelfarbe auf dem Meer wirklich weiß ist. Ich habe immer weiß, immer grün. Mhm. Was dir lieber ist? Ich überlege mir das. Grünes Feuer ist ja auch ganz reizvoll, obwohl ich grüne Segel, also Grundierungen schon habe. Alter, was ist heute hier los? So viel Intelligenz! Grundierung! Du hörst mir einfach sonst nicht zu. Ah ja, das sagst du mir! So. Import wurde hallo, für Syndikat. Das Syndikat befreit. Och, Junge, ey. Man könnte mal gerade gucken, welchen Rang wir bei denen haben. Verkaufen. 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 Alles Schrott. Leadport entdecken. Das würde mich wirklich interessieren. Die Stadt ist zu klein. Ne, das ist genauso groß wie... Boah. Die ist jetzt 6 groß. Maximale Größe von der Stadt ist 10. Das heißt, wir haben erst Schiff 6 von 10. Ne, 6 von 11. Da, so ehrlich muss man natürlich auch sein. In den Achievements bekommt man das mit. Es gibt hier dieses Achievement, dass man alle Schiffstypen haben soll und das sind 11. Das siehst du dann im Fortschritt. Ich glaube auch schon zu wissen, um was es da geht, aber das war schon ein brutaler Spoiler. Ich habe mich da auch selbst gespoilert, deswegen behalte ich das, glaube ich, lieber für mich. Ich will es aber wissen. Dann schau es nach. Okay. Weil ich bin mir nämlich noch nicht sicher, ob wir selbst dort drankommen. Also, wie man dort drankommt. Na gut. Ich werde sterben. Ja, weil, oder ich werde auch nicht sterben. Auf... ne, Gerüchte, gell? So, ich bin Kurier bei denen mit einem Ansehen von 48. Alter, 48 im Vergleich zu wie viel? 1100. Boah. 1100 kann man? Ne, 1100 haben wir bei den Blauen. Ach so. Ja. So, Cory entdecken und einen Piraten zur Strecke bringen. Na, ich mache das. Aber ich bin so fasziniert, wie geil die Städte aussehen. So. Ends 2 Städte, 3, 4. Es könnten noch 4, vielleicht sogar 5 Städte sind, oder? Das wäre ja brutal viel. Ja, das wäre auf jeden Fall realistisch. Ja, dann schaffen wir das wohl heute nicht mehr. Ne. Ja, wir haben ja schon eine Region komplett. Ja, und die lief brutal gut. Das ist bestimmt die Tatsache, wenn wir so gut ablenken. Warst du so gut? Weil wir so gut ablenken. So. Je besser wir ablenken, desto einfacher klappt das. Mhm. Brauchst du blaue Segelfarbe? Wäre auf jeden Fall cooler wie grüne, glaube ich. Wobei ich weiße Segel auch geil fände. Dann nehme ich mir blaues Feuer. Ja, dann mache ich, glaube ich, meine Segel weiß. Nee, ich gebe dir das Blaue. Wieso? Wenn du das haben willst, dann... Ja, aber wenn du das Weiße nicht haben willst, dann nehme ich das Weiße. Oh, ich sterbe. Ich werde so elendig sterben. Zwar nicht mal knapp. Ich kann nur mein Linkes behalten. Bin ich zwar ein bisschen traurig. Ja, weil du einfach läppisch bist. Mhm.
So. Und dann spawne ich hier hinten. Das hilft mir auch nicht. Gut. Die Frage ist, wo sind die restlichen Städte? Bei mir. Alle Städte sind bei der Stadt, wo du gerade bist? Ja, es Nee. könnte ganz westlich. Guck mal, wie viel Platz da noch ist zum Rennen der Im, Garde. von mir ganz im Süden ist noch einer, wenn du die nicht siehst. Ja, doch, die sehe ich. Da gehe ich jetzt hin. Und das schaffen wir noch. Und dann müssen wir mal schauen. Ich denke, der Rest ist weiter noch im Westen. Das sind, denke ich, dann nur noch vier, also noch zwei Städte, die wir Haha. nicht sehen. Du bist kaputt. Ja, und der, der mich getötet hat, ist auch kaputt. Immerhin. Ja, Das ich hoffe, ich ist. spawn bei dir in der Richtung. Oh, das war gut. Das war Ja. gut. Was du gemacht hast, da den, der also an der Wand stand. Danke. Kein Problem. Du bist ja heute gar nicht so. Also, ich glaube, du machst heute nur so auf egoistisch. Das ist, weil du nicht zuhörst. Ja, jetzt habe ich das verstanden. Wieso mache ich denn auf egoistisch? Weißt du, was ich nicht leiden kann? Gib dir das Video und dann sag mir, dass du nicht auf egoistisch gemacht hast. Also dann morgen. Ich habe schon wieder Rumpffarbe bekommen. Lilaner Rumpf. Ja, okay. Aber ich habe schon lilanen Rumpf. Oder? Ne, der Rumpf ist grün. Das ist schon hässlich. Ja, dein Rumpf ist lila. Was ist doch dran witzig, das ist mein Ernst? Mach du lieber mal was Sinnvolles und lass dich nicht die ganze Zeit bashen. Ach Mann! Ach Mann! Hier sind zwei Schiffe. Ein viel größerer. Du hast das größere Schiff. Du brauchst nicht so rum. Egoistisch zu Rumzubrüllen. sein. So, ich habe die Stadt hier unten übernommen. Und ich schau mal, wo es noch hingeht. Passagiere für Ledport. Ich hätte auch noch rote Rumpffarbe. Ja, mein Rumpf ist schön. Oh, rote. Walfarben. Walfarben? Ja, dann passt zu dir. Nicht nur wegen deinem Aussehen, sondern auch, weil du oft strandest. Hehe. Ja. Ja. Ich sehe schon, uns fehlt diese Minecraft-Session, wo man sich einfach die ganze Zeit wie Kinos bashen darf. Ja. Aber ist das okay? Ja. Gucken wir mal, was jetzt dabei rumkommt. Ich werde schon wieder von vier geboxt. Okay, es muss zu hier der Seite offen sein. Wieso hast du nur das größere Schiff? Darum, weil du einfach ein armer Schlucker bist. Vor allem habe ich schon wieder 5000 Aber ich auf der schluck Uhr. gar nicht mal so gern. Ja, deswegen bin ich ja ein armer Schlucker. Hehe. So, aber ich finde gerade auch keine Stadt mehr. Hallo? Nur Wehrtürme am Finden. Eigentlich würde es mich schon noch interessieren, wo die letzten Städte sind. Ja, dann wahrscheinlich im Westnorden. Nordwest. Ja, So. im Westnorden, da sind ganz oft Städte. Da, wo du hinfährst. Ja. Ja, ich bin mal gespannt. Hier sind bis jetzt nur Türme. Ich habe keinen Bock, mich mit euch zu bashen. Wenn jetzt hier eine Stadt in der Nähe wäre, dann müsste ich euch echt bashen und nein. Okay. Wow. Na, oben geht's nicht weiter? Nee, geht's wirklich nicht. Dann könnte hier oben auch an der Kante noch irgendwo was hin. Nee, geht's auch auf der Schnellreisekarte nicht. Ja, deswegen muss ja hier oben Achso. Land sein, quasi. Hier ist noch eine. Ich hätte auch gesagt. Schaffst du es jetzt, die Stadt zu übernehmen? Ich hoffe es doch. Weil, wenn ich dann hier die Stadt übernehme, dann könnten wir uns überlegen, noch eben fertig zu machen. Sonst könnte man auch jetzt aufhören. Aber weil, da das mal gerade wirklich so knapp davor sind, eigentlich die Map. Okay. Ist egal. Ist egal. Ich hätte gesagt, jeder macht gerade noch die Stadt fertig und dann war's das für heute. Ja, doch, Ja, stimmt. ma. Ma, ma. Nee, ich dachte, hier kam ein Schiff und ich dachte mir, Ein Boot. vielleicht ist es ja Nein! fein. Weißt du, was ich nicht leiden kann? Alter. Dass wir jetzt aufhören. Hihi. Ja, wir können ja noch eine Folge aufnehmen. Ah nein, so viel Arbeit. So!
Ich hätte gesagt, das war's. Jo. Alles klar, ihr lieben Linge. Ich denke, wir zwei bedanken uns und wir sehen uns hoffentlich am Freitag mit Folge 14 dann. Boah, wir können so gut zählen. Und, ahoi, Matrosen. Und ciao.